Okay. For your bag, you will be bring or take in the car? We leave in the car if it's okay for okay. you. Okay. 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 Einen wunderschönen Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir holen gerade meine Mama ab. Ich glaub's nicht, nach wie vielen Monaten? Seit März. Auch Mila freut sich. Es ist echt neun Monate oder was her jetzt schon? Länger, glaube ich schon. Und drei Monate jetzt ist sie ein Jahr. Wert auf neun. Und wir haben es tatsächlich geschafft, Mama Sabibo nach Bali zu bringen. Wir sind zu spät, Freunde. Mama ist einfach schon angekommen. Ja, wir sind leider zu spät, aber das war ein sehr komplizierter Prozess. Ja, Stau, ne? Wir sind fast eine Stunde hergefahren. Ja, wir waren im Stau. Ich meine, dieser ganze Flugprozess, wir gehen da gleich nochmal durch. Aber jetzt treffen wir erstmal auf sie und sind sehr gespannt, wie die Emotionen hier frei fließen werden. Wo versteckt sie sich? Gesehen? Oh, da. Hallo. 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 Du wie geht's dir, Mutti? Mischu, Tanja! Ich sag, wir sind schon gar nicht mehr interessant. Bin nicht zu sehen. Oh Gott. Du Babcia. Was ist mit dem Babcia damit? Babcia? Ist Babcia mit einem Besenstiel gekommen? Die kenne ich vom Handy-Display. Die habe ich schon ganz häufig auf dem Handy-Display gesehen. Babcia. So, liebe Leute, bevor Mama Sabibo jetzt zum ersten Mal die Villa Tschibo sehen wird, werden wir noch einen weiteren Tag hier auf Bali verbringen. Und wir sind soeben im Hotel eingecheckt. Oh, was ist das Mikro abgerissen? Pisang an. Wir haben es in dem Batu Bambu Video auch gezeigt. Diese Pflanze wird bei uns auch noch in den Garten gepflanzt. Finde ich wunderschön. Und ich sagte gerade Hotel. Es ist gar kein richtiges Hotel, denn es ist eine Private Villa. Wir sind hier gerade reingekommen und uns ist die Kinnlade ein bisschen über den Asphalt geschliffen und ich zeige euch jetzt auch warum. Also erstmal natürlich, wir kommen hier rein. Was ist das für eine geile balinesische Haustür? Ziehen. Ja, Mann, Alter, ich wurde hier gerade von Mücken schon zerbissen. Kann ich angehen. Wenn wir hier kurz rausschauen, sehen wir unseren geliehenen NMAX. Ich muss sagen, der ist nicht annähernd so gut, auch wenn das der meistgefahrene Scooter hier auf Bali ist. Er ist nicht annähernd so gut wie unser lieber Olaf. So, hier nochmal die Tür. Brillant. Wenn man sich hier umschaut, diese Wandfarbe kommt einem schon fast bekannt vor. Ein bisschen wie unsere Innenwände. Schauen wir doch mal rein. Herzlich willkommen. Hallo. Na ihr, hier haben wir schon eine kleine nackte Maus, die im Pool ist. Damit meine ich nicht meine Mama. Mama Sabibo, Oma Mila, wie geht's? Sehr gut. Wie fühlst du dich? Super. Müde, aber angekommen. Das stimmt. Tatsächlich ja einen Tag später, weil der Flug gecancelt wurde und dann ist das nicht direkt nach Bali, sondern über Jakarta gelaufen. Mega kompliziert. Aber letzten Endes... Sie musste eine Nacht in Jakarta schlafen. Sie musste einen Tag in Jakarta schlafen. War jetzt auch nicht so problematisch, oder? Nein. Habe ich alles geschafft. Aber Stresslevel von 1 bis 10? 10. Für Oma. 10. Oma spricht kein Englisch und das alles alleine auf die Beine zu stellen, war, glaube ich, schon leicht reizend. Aber gut, alles geschafft. So, und heute dürfen wir halt tatsächlich hier nächtigen und vorher erstmal ein bisschen entspannen. Schaut euch das mal an, wie cool das ist. Riesiger Pool, hier vorne mit Babybecken, Bereich, der seichter ist, da hinten 2 Meter tief. Man kann auch richtig schön... Eigentlich könnten wir hier fast schon so einen Turm hinbauen, ein paar Saltos drehen. Hier auch finde ich diese Beruga mega schön. Ja. Vor allen Dingen, die Sache ist, diese Beruga steht auch nicht einfach irgendwo in der Ecke,
ist es richtig schön gemacht. Hier mit den Steinen, mit dem Kies dazwischen und dann hier so eine kleine Brücke. Schaut euch das mal an. Mit einem Teich drumherum. Ich glaube, hier sind sogar Kois drin, wenn ich mich nicht irre. Ich musste gerade an Takeshis Castle denken. Wenn diese einen Stein locker ist und ich mich hier gleich richtig hart maul. Wer kennt Takeshis Castle noch? Alter, jetzt habe ich wirklich was gemault. Alter Schwede. Ja, mega. Also, was? Die Beruga hat sogar einen Fan drin. Oh, nice. Ich komme. Schön in den Dschungel reingebaut. Während die Mädels den Pool austesten, werde ich euch mal ein bisschen rumführen, was ich liebe. Und deswegen haben wir ja auch den Frangipani für unseren Garten gekauft. Ist das so viele Blüten produziert werden, die jeden Tag dann runterfallen und quasi automatisch schon den ganzen Garten schmücken als Dekoration. Werden uns wahrscheinlich neben dem gelb-weißen noch einen pinken holen. Pinken Blüten sehen auch wunderschön aus. Hier noch eine kleine Sitzgelegenheit, schön vor dem Pool. Dann hat man hier an der Seite auch noch einen Teich, wunderschönen großen Natursteine. Hier sind auf jeden Fall Kois drin. Hallo! Genauso das Pendant auf der anderen Seite haben wir hier auch noch einen Teich. Ich liebe diese Wege, ist wunderschön. Wenn wir jetzt mal hier reinschauen in die Villa, finde ich das wirklich atemberaubend, dass alles so offen gebaut wurde. Man sieht direkt oben ins Dach hinein, ist quasi das gemeinsame Wohnzimmer überdeckt. Warte mal, ist da eigentlich alles offen? Ah ne, ist es nicht. Oh, sehr schön. Ja, hier ist nochmal extra. Hier ist nochmal extra isoliert. Wir gehen sofort rein. Ich wollte nur ganz kurz zeigen, wie die Villa aufgebaut ist, wenn man es von hier außen schaut. So, wie ihr seht, aufgebaut, Wohnzimmerbereich hier in der Mitte. Und für die Familie perfekt, das sind zwei verschiedene Zimmer. Ein Raum links und ein Raum rechts. Schatz, wo schlafen wir? Weißt du das schon? Wir haben jetzt gesagt, da, wobei die Schlafzimmer ja eigentlich gleich sind. Ne? Ja. Ist auf jeden Fall richtig schön, weil für mich war es sehr wichtig, dass wir ein Moskitonetz haben. Und das ist gar nicht mal so einfach, wobei man denkt, ne? Gerade hier muss es doch aufgrund der Moskitos überall Unterkünfte mit Moskitonetzen geben, aber Pustekuchen. Und die letzten Male haben wir so viele Mückenstiche kassiert. Deswegen ich muss sagen, ich habe jetzt schon an meinem Ellenbogen, aber nur weil ich eben am Eingangsbereich 5 Minuten gestanden habe, ich habe glaube ich 5 oder 6 Mückenstiche jetzt schon kassiert. Ist halt einfach auch die Zeit gerade, ne? Regensaison, richtig feucht. So schön hier, ich freue mich. Und wir bezahlen für eine Nacht jetzt einfach mal 75 Euro, ne? Für 2 Schlafzimmer, Wohnbereich, privater Pool, finde ich völlig in Ordnung. Also überleg mal, ne? Wenn du dir das durch 4 teilst, ne? Weil hier sie können ja 2 Leute schlafen, da, braucht was kommt man denn da raus? Gar nicht diskutieren. Ist rein theoretisch könnten sogar noch hier Leute draußen schlafen. Also wenn man hier einfach mal rausschaut, man hat hier halt auch draußen so Chill-Möglichkeiten, ne? Also direkt. Wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht der Standardpreis, ne? Das ist jetzt ein bisschen vergünstigter wegen Corona und so weiter und so fort. Aber ey, wenn ich hier rausgucke, wie geil ist das? Wollen wir verlängern, anstatt nur eine Nacht hier bleiben? Gar keinen Bock auf die Baustelle. Ganz ehrlich, also wenn die noch länger brauchen, dann würde ich tatsächlich sagen, wir buchen uns hier mal für 1 oder 2 ein. Hier einfach mal Garderoben. Jedes Zimmer hat eine Garderobe, quasi ein begehbarer Kleiderschrank. Was? Das ist ja das, was mir so sehr fehlt gerade. Das haben wir bei der Villa Cibo richtig gut gemacht. Gar keinen Stauraum. Ja, gerade, ne? Wird ja eines Tages sein. Und jedes Schlafzimmer hat dann auch nochmal ein separates Badezimmer. Und im Wohnzimmer gibt es auch noch eine Toilette. Und das finde ich auch ganz schön. Hier ist ein bisschen dunkler. Aber hier gibt es doch noch extra Licht, oder? Ja, aber das andere... Ja, okay. So. Okay. Oh, Mausebärchen. Mausebärchen. Ja, wunderschön. Sergej Böhmski, auf ins Wohnzimmer. So, und hier haben wir ein schönes Wohnzimmer. Hier ist auch nochmal eine Toilette, eine Küche. Also man kann auch selbst kochen mit Kühlschrank, Kochutensilien. Oh, das ist aber wirklich schön. Also du hast hier ausreichend Platz. Ist natürlich keine mega pornöse Küche, so wie wir sie haben in der Villa Chibes, aber das brauchst du halt auch nicht. Und ich finde hier super schön mit diesem Ausblick, ne? Vor allem, ich stelle mir das abends voll schön vor, wenn diese Statue beleuchtet wird. Da sind ja Lichter. Schöne Fensterfront mit Pool. Sieht ganz saftig aus, Freunde. Ja. Kannst du hier drin chillen, falls es draußen entweder zu warm ist oder zu moskitolastig oder zu kalt, wie auch immer. Oder man chillt halt einfach hier draußen. Ich glaube, hier werde ich gleich das Video schneiden. Sag mal, ist die Kamera beschlagen oder? Ja, Luftfeuchtigkeit zerfrisst halt alles, ne? Andere Optik, auch schon kaputt.
Ja, ich, Mama Sabibo hat eine neue Kamera mitgebracht. Ein Mikrofon. Also es gibt einiges, was wir euch zeigen können. Ja, und das ist eigentlich das gleiche Zimmer mit Garderobe und Badezimmer. Gespiegelt. Also wir hatten uns ja überlegt, ob wir ein Bett mit Gestell machen sollen oder ein, wo man dann quasi das Moskitonetz drumherum setzen kann oder eins mit Aufhängung oben. Das sah aber meistens billig aus. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz cool. Naja, aber hier ist das halt, die Wände sind höher, Schatz. Ja. Bei uns ist es nicht so hoch und das ist das Problem. Da hast du recht. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Aber ich finde das Moskitonetz eigentlich auch ganz nice. Ja. Auch mit diesen, dieses Material, mit diesen Zwischenstrukturfasern, keine Ahnung, wie man das nennt. Macht hier ganz nice aus. Genau, und hier das Badezimmer ist ein Ticken heller, weil hier hinten ist offen, siehst du? Da hast du diese Statue, bei uns ist ein bisschen düster. Ah. Ich würde sagen, wir nehmen hier das Zimmer. Nein. Für Mama ganz schön hier mit der Statue, ganz geil. Ja. Und was, was für eine Statue? Finde? Hier, der Elefant. Ah. Oh, warte, ist das Ganesha? Glaube ja. Und hier haben wir auch schwarze Holz. Sieht ja ultimativ cool aus. Dazu. Aber finde ich auch super schön. Ich habe ja auch ganz ehrlich überlegt, dass wir eventuell unsere Holztüren bzw. diese Moving Panels, ne? Genau, dass man das auch schwarz streichen könnte. Ich finde, das sieht ganz nice aus. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also unsere braunen Moving Panels, also die Moving Fenster. Panels, unsere Fenster einfach. Moving Panels ist voll. Das umgängliche Wort. Niemand versteht, wovon der liebe Cheng Wang spricht. Nein, Moving Panels würde ich eher denken, diese Holztüren. Die Moving Panels und nicht die Fenster. Ja, aber sind auch Türen, sind auch Panels, sind Paneele. Auch hier wieder eine begehbare Garderobski. Hier gerade so ein bisschen dran vorbeigelaufen. Das ist so, das finde ich ein bisschen oldschool. Auch sehr, sehr dunkel gehalten. Dafür finde ich die Decke umso interessanter. Ja, kann man machen. Happy? Wegen der Villa oder wegen uns? Wegen euch vor allem. Dann ja. Bleibt Mama erstmal hier. Genau. Gucken wir mal, ob sie zurückfliegt. Theoretisch hier, diese Villa ist doch schon mal ganz nice, ne? So in Bali. Ja. Hier kann man bleiben. Hallo, Entschuldigung, einmal will ich den Job kündigen. Tschüss. Endlich vereint. So, liebe Leute, wir machen uns jetzt einen entspannten hier. Morgen geht's nach Lomski. Morgen geht's wieder zurück nach Lomski und dann morgen werden Mama wir. Mama, das erste Mal die Villa. Das wird eine ultimative Experience für dich. Ja, also falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert, Freunde, werdet ein Teil von Team Chibo. Das lernen wir noch. Und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Im nächsten Video, liebe Leute, stay positive und tschüssi.